Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Long Dark. Wir sind auf der Suche nach dem ersten Überlebenden oder... Ja, hier könnte halt ein Überlebender sein. Und wir mussten leider wieder zurücklaufen, weil wir hatten keine Löschpistole dabei. Die hatte ich ja da gelassen, weil sie gegen die Wölfe nichts bringt. So, wir sind jetzt aber in dem Gebiet. Und ich hoffe... dass wir uns jetzt dementsprechend aufmerksam machen können. So. Da hinten haben wir jemanden. Perfekt, so muss das. Irgendwo da hinten. Okay, da war ich natürlich noch nicht. Muss man dazu sagen. Aber die halten ja auch ein bisschen. Die Frage, wo genau? Irgendwo hier muss er ja sein. Entweder unten oder hier oben. Ich höre auf jeden Fall die Fackel. Da ist ein Baum. Da könnte er sein. Stay calm. I'm right here. Hey. What is that? Okay, ich dachte, ja, okay, ja, ja. So. Sollen wir ihn jetzt etwa auch tragen? Da kommen doch wieder Wölfe. Oh, warte mal, nee, wir machen mal was anderes erstmal. Be safe now. I'm here. Easy. Just gonna see if I can help. Flüssigkeit, wir haben natürlich nichts dabei. Natürlich jetzt nicht unbedingt gut, aber ja gut. Er ist ja Gott sei Dank keine Kilometer weit entfernt. Gott sei Dank. Also er ist schon nicht ohne, aber... Gut, Wasser haben wir gekocht. Haben wir? Der Himmel. Ja, schön. Warum... Ich überlege gerade, ist es einfacher, jemanden zu tragen oder zwei Stöcker, ein paar Bänder drum binden und ihn auf einer Trage? Ist doch eigentlich einfacher. Also eine Trage zu haben und diese, wie soll ich sagen, und jemanden auf einer Trage hinter sich herzuziehen im Schnee ist... glaube ich, einfacher. Gut, man muss aufpassen, natürlich. Dass, wenn man ihn zieht, der Schnee nicht sich auf... Also, dass man keinen Schnee sammelt, weil dann wird es ja schwerer. Sprich, die Stangen hinten müssen lang genug sein, rund genug, damit der Schnee rechts und links... Aber ich glaube, eine Trage wäre im Endeffekt wirklich einfacher. Oder eine Art Schlitten. Die wäre. Also, man kann mir doch erzählen, was man will. In so einer Gegend werden die Leute doch wohl irgendwo einen Schlitten rumstehen haben.
Also, also ehrlich, das ist doch eigentlich das Normalste auf der Welt. Würde ich jetzt zumindest einfach mal behaupten, dass das das Normalste auf dieser Welt ist. Und guck mal, er hatte ein Einmannpaket dabei. Diese Einmannpakete sind eigentlich militärische Einmannpakete. Woher hat er dieses Einmannpaket gehabt? Das frag ich mich gerade. Also, er konnte ein Feuer machen, hat ein Einmannpaket. Warum? Er hat eine Dose da gehabt. Warum hat er also Durst? Er kann noch Schnee erwärmen. Das dauert, weil kalten Schnee trinken möchte niemand. Das ist auch überhaupt nicht gut, weil die Körpertemperatur runtergeht. Aber er hat ja ein Feuer da gehabt. Dose hingestellt, Schnee reingeschüttet. Schnee nachgekippt, nachgekippt, nachgekippt. Immer wieder Schnee rein. Nicht stopfen, sondern Schnee sollte schon lose drin sein. Und dann kippt man immer wieder Schnee nach, weil... Und wartet auch, dass das Wasser eine gewisse Temperatur erreicht, weil... Dann schmilzt der Schnee auch viel, viel schneller, wenn man es natürlich ins warme Wasser gibt. Klar, Wasser kühlt dann auch ab mit der Zeit. Aber da muss man halt die richtige Balance finden. Auch das mit dem Trinken dann, dass man sagt, okay, ich trinke warmes Wasser, um mich aufzuwärmen. Das bringt ja auch schon einiges, ne? Die Frage ist, wir haben jetzt ihn. Wir müssen nächste Runde zum... Wie heißt's? Zum Bunker bei Mollys Scheune. Da will ich auf jeden Fall hin. Und da ist ja auch noch jemand. Jetzt ist die Frage, wie sieht der Bunker aus? Was ist da befüllt? Wie voll ist er? Weil wir müssen leider Gottes immer wieder uns eigentlich was Warmes machen, damit wir ja einen Buff haben, sozusagen. Und dieses 5 Kilo mehr tragen können. Weil das bringt einfach immens viel. Die Crowbar müssen wir eigentlich dabei haben, um Schränke aufzumachen. Wenn wir wissen, da ist kein Schrank, dann bräuchte man die Crowbar nicht mitnehmen. Wäre natürlich ein Vorteil. Aber das wissen wir ja nun mal nicht. Wo ist jetzt der Rauch schon wieder hin? Ach da. Und die Frage ist, schaffen wir das heute auch noch am Tag? Also schaffen wir das noch am Tag jetzt bis zum Bunker zu kommen? Beim Bunker, nehme ich mal an, können wir schlafen. Oder wir brauchen ein obwohl, im letzten Bunker stand auch ein Bett. Also könnte man, gehe ich mal davon aus, dass auch da in dem Bunker ein Bett steht. Ja, was ist mit dem Flugzeug? Wenn ich mich jetzt verletze, auf den letzten Metern, dann würde ich ja richtig sauer auf dich sein. Boah, dann müssen wir gucken wegen Wasser. Ich bin mir fast sicher, dass wir das Wasser ist geschmolzen und ist, glaube ich, auch abgekocht. Wenn ich das richtig gesehen habe. Wenn ich es richtig gesehen habe. Da. I got you. Get some rest now. You need it. So, muss ich dich jetzt noch heilen? Anscheinend nicht, ne? Okay. Oh, was sagt die Uhrzeit? Eigentlich machbar. Problem. Na gut, da finden wir mit Sicherheit was zu essen. Da geht mal ganz fest von aus. Dass wir da was zu essen finden. War das Wasser gekocht? Wasser ist gekocht. Das ist doch gut. Aber wir brauchen nicht komplett neuen Schuss. Ich würde sagen,
4 Schuss reichen aus. Dose brauchen wir auch nicht. Die Munition haben wir hier drin. Sehr gut. Okay. Ja, ich weiß. Die Frage ist doch nur... Haben wir das hier reingepackt? Nee, wo haben wir die Dings reingepackt? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Wir haben doch da. Ja, wie gesagt, wir finden unterwegs Essen. Wir können aber von den Dingern einfach mal was essen. So. Und ja, wir machen uns jetzt auf zum Bunker. Das wird auf jeden Fall ein Heavy-Marsch. Da wir aber eigentlich nur die Straße und dann auf der linken Seite, sollte das ja machbar sein, bis es dunkel oder bevor es sogar dunkel ist. Und dann hätten wir noch die Scheune. Da stand aber, glaube ich, kein Ofen drin. Stimmt, im letzten Bunker stand auch kein Ofen. Mist. Das gefällt mir nicht. Dann können wir uns nämlich kein... Na gut, Kaffee-Tee haben wir nicht dabei, aber könnten wir uns nicht machen. Selbst wenn wir es wollten. Kann es sein, weil wir mit dem Schlafsack am Feuer lagen, dass deshalb wir diesen Heal-Buff hatten? Weil ich überlege gerade, warum hatten wir eigentlich diesen Buff? Du kannst nicht müde sein, du rennst gerade. So. Immer schön gebeamt. So, ich weiß, dass bei dem Scheunen, da müssen wir ja auch nochmal irgendwann hin, ein Wolf war. Der hatte da auch was erlegt. Theoretisch könnte man den Wolf erlegen und, wenn er da wieder was erlegt hat, den Hirsch mitnehmen. War ja da. Was will ich mir da laufen? Ja, ja. Lauf immer an Essen zu denken. Also wirklich, was bist denn du für einer? Weil von hier könnte man den suchen. Und dann so zurückbringen. Weißt du, dass da ein Wolf war? Das war aber, glaube ich, nicht mal ein Timberwolf. Das war ein stinknormaler Wolf. Glaub ich zumindest. Der war irgendwo hier, hat er was erlegt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da so viel in der Scheune ist. Muss ich jetzt auch dazu sagen. Oh. Haben wir das ignoriert? Gucken wir mal. Nee, hat man nicht ignoriert. Wir konnten, hatten nur keine Crowbar. Zu dem Zeitpunkt. Okay, wo auch immer der Wolf hin ist. Da hinten ist nämlich noch eine Hütte. Da könnte nämlich überall Kohle und so drin sein, was wir eigentlich gut gebrauchen können. Und hinter der... Deswegen, hinter diesem schon nach links ist es ja theoretisch von der Scheune... Ja gut, die, es geht schon runter, ne? Also die Sonne ist schon langsam am Untergehen. Ich frage mich aber noch was. Das Gemeindehaus hatte doch mal, da ist eine Leiche, eine Stromanlage. Jetzt ist doch die Frage, wenn das Gemeindehaus mal Licht hatte, warum leuchten die Sachen im Dunkeln nicht, wenn es Nacht ist?
Warum wirst du hier langsamer? Du bist langsam. Warum wirst du langsamer? Kannst du mir das gerade mal verraten? Wachmann Gray, regionaler stellvertretender Kommissar Stevens, Schwarzfeldverlegung. Haben wir zusätzliche Beamte für die kommende Insassenverlegung abgestellt? Die Straßen und Bedingungen auf Großer Bär sind bekanntermaßen nie gut. Aber dieses Jahr offensichtlich noch schlimmer als sonst. Wir müssen sicherstellen, dass wir genügend Hilfe haben, wenn wir sie brauchen. Wie Sie wissen, wird diese Bande es uns nicht leicht machen. Grüße Steve, stellvertretender Kommissar? Der kommt von hier. Da, von der Hütte. Was ist das? Da liegt doch auch was. Okay, da liegt nichts was. Das war einfach nur ein Hirsch. Okay. Da ist ein Wasserfall. Er kommt von da. Aus dem Ding hier muss er rausgekommen sein. Davon gehe ich gerade aus. Oh. Lesen. Blutverspritzte Notiz eines Straftäters. Dieses Papier trifft schon von meinem... trifft schon von meinem Blut. Ich bin als einziger übrig. Diese Feiglinge, irgendwas hat mich gebissen. War ein Fehler. Matthias ist zu folgen. Kein Anführer. Ihm ist nicht zu trauen. Nach Hause bringt er dich jedenfalls nicht. Okay. This stuff will come in handy. So. Okay. Ich muss aber zum Bunker. Dann würde ich sogar das morgen erledigen wollen. Weil das schaffen wir nicht mehr. Dazu ist die Zeit viel zu fortgeschritten. Und ich habe keine Lust. Warte mal, der war auf dem Hinweg noch nicht da. Ach du Mist. Okay. Dann sind uns also doch ein paar Strafgefangene hierher gefolgt oder konnten uns folgen. Mist. Gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Sind wir langsamer, weil der Wind gerade von vorne kommt? Kann das sein? Hat der so eine krasse Auswirkung auf uns? Wir müssen auf jeden Fall gleich nach links weg, ne? Ja. Da ist die Scheune da hinten. Da. Da waren wir ja schon drin. Aber hier waren wir auch schon drin, ne? So. Dann suchen wir mal den Bunker. Who is the bunker?
Von da aus können wir dann diese Schwarzdinger suchen gehen. Da ist ein Seil. Da ist ein Seil. Da. Der Bunker liegt auf der anderen Seite. Okay. Wir merken uns, hinter uns ist ein Seil, was nach oben führt. Damit kommen wir dann wahrscheinlich von dahin. Weil das ist... Ah, okay. Deswegen ist die Straße hier. Die wird hier irgendwo enden. Hier ein Seil hoch. Oh. Okay. Okay. Da? Hm. Tatsächlich, da ist er. Schneebedeckt. Oh, ist es dunkel? Das war's, mehr ist hier nicht. Oh yeah. All die Beben sind ein Zeichen, die alte Welt um mich herum zerbröckelt. Muss weiterziehen, darf nicht innehalten. Ich muss weg hier, nach oben, irgendwo unter freiem Himmel, jenseits der Baumgrenze, ganz nach oben. Okay. Und okay, hier haben wir auf jeden Fall Essen, das ist schon mal gut. Wir haben ein Bett hier. Wir haben was zu trinken. Erdnuss. Erdnuss ist extrem kalorienhaltig. Das war's aber, wa? Stapelpapier. Wir haben hier keinen wirklichen Ofen. Ja, ich weiß. Wir müssen wahrscheinlich wieder Sachen zurücklassen. Aber erstmal nehmen wir alles. Meine Gute. Da ist wieder eine Leuchtpistole. Ja, es ist gerade einfach zu dunkel dafür. Das würde bedeuten, wir werden morgen früh nochmal gucken. Wir werden jetzt erstmal verschiedenste Sachen machen. Also, theoretisch ist das genial, weil sehr kalorienhaltig. Das kann man warm machen, kann man warm machen. Ja, ist halt kalt, ja. Und? Energieriegel, leicht. Das ist halt perfekt. So ein Einmannpaket, die packen wir da rein. Machen wir jetzt hier eine Dose auf? Wir haben ja einen Dosenöffner dabei. Wir haben auch zur Not ein Messer dabei, muss man auch sagen, ne? Okay, das bringt auch Beans. Ja gut, auch kalte Beans schmecken eigentlich, weil die sind ja eigentlich schon vorgegart und so. Also man kann es gut, man kann es auch essen. So. Ja, komm hier. So, haben wir das. Essen wir dich noch. Ah, das bringt schon ein bisschen was, ne? Also das und das und das würde ich gerne mitnehmen und bei dem reinpacken. Sehr gut. Gefällt mir eigentlich schon. Die Dosen, ja gut, okay, da muss man wirklich sagen, da können wir richtig viele hier lassen. 12 Stunden? Mal gucken. Dann sollten wir eigentlich ausgeruht und ausgeschlafen sein.
Okay, es wird wieder hell. Das ist schon mal ein Anfang. Ich glaube, wir kommen auch noch mal wieder. Ja, wir kommen noch mal wieder. Wir kommen auf alle Fälle noch mal wieder. Um hier noch mal reinzugucken. Wir haben ja oben erstmal die beiden Sachen, die wir abgrasen. Alle umlagern. Dann lagern wir nämlich jetzt erstmal alles so weit um. So, da haben wir schon. Trinken möchte er aber jetzt nochmal, hat er ja gesagt. Okay, dann bist du gerade voll geworden. Ja, so viele Dosen braucht man nie im Leben. Die Munition, wir brauchen auch davon nicht so viel. Klingt das? Warum haben wir immer noch den Stein dabei? Obwohl, die Fackel würde ich sogar noch mitnehmen wollen. Improvisierte Messer packen wir mal weg. Dann sind wir zumindest davon ganz gut. So, und jetzt gibt es noch einen kräftigen Schluck. Müsste 07 oder nicht mal. Ah, guck mal. Packen wir nämlich das Wasser noch weg. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal Richtung Norden. Wir haben ja dann Seil gesehen. Das war irgendwo hier. Und dann gucken wir, was da diese Ausrufezeichen sind. Und Pistolenmunition kriegen wir gut, ne? Obwohl ich das Gefühl habe, mit der Pistole müssen wir dreimal, glaube ich, einen Wolf anschießen und mit dem Gewehr, wenn wir einen Headshot schaffen, einmal. Mit der Pistole Headshot zweimal. So habe ich es zumindest gesehen. Oh, da liegt noch was unten. Steine. Also ein Kletterseil hochklettern ist anstrengend. So. Jetzt eigentlich nur geradeaus. Irgendwo da hinten bei dem Berg ist das. Die Frage ist, ob hier Wölfe oder... Ah, guck mal, der Baum. Ist der abgefackelt? Hat das Flugzeug hier die Bäume auch noch mit erwischt? Nö, eigentlich nicht, ne? Würde ich zumindest mal behaupten. Es wäre schon krass, wenn die Bäume, weil ein paar sehen halt aus, als wenn sie angefackelt wären. Ja. Naja, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. So. Aber die Bäume sehen aus, nicht wie gefällt, sondern wie umgeruppt. Aber wo ist der Baumstamm hin? Hm. So, hier ist die Road. Da ist gesperrt die Road. Da geht's nach oben. Könnt natürlich gucken, was da oben ist. Jo, da liegt doch, entweder liegt da ein Hirsch, also ich würde fast sagen, dass da ein Hirsch liegt. Das Fleisch würde ich ja auch gerne mitnehmen, wenn da wirklich ein Hirsch liegt.
Ein Beil ist schon mal gut. Beim Beil hat man bisher noch nicht. Dann können wir halt Sachen zerkleinern. Sehr effektiv. Da. Okay. Hat jemand genächtigt? So viel steht außer Frage. Hier hat jemand geschlafen. Notiz eines Straftäters. Irgendwas da draußen jagt uns. Habt die nicht kommen sehen? Dachte, wir hätten sie unten bei der Straße abgeschüttelt. Haltet die Augen auf, Leute, sonst kommen wir hier nie raus. Okay. Aha. So, und von hier gehen wir zur Straße und gehen dann halt uns dann links vom Weg, okay. Da ist der Weg. Wenn ich jetzt schon wieder auf die Uhr gucke, denke ich mir auch schon wieder, ach Mann, die Zeit rennt und rennt und rennt. Daher gehen wir jetzt bis zum Weg nach vorne und werden dann an der Stelle für heute hier auch Feierabend machen. Daher danke fürs Zusehen und ach nee, da kommen noch Wölfe, Timbers. Die müssen wir jetzt noch zerlegen, erlegen. Da komm her. Da. Okay. Wie schwer sind wir beladen? Der hat 4 Kilo dabei. Machen wir so. Okay, zerlegen wir schnell noch. Fleisch ist Fleisch. Dann ist die Folge leider etwas länger geworden. Sorry, tut mir leid. Trotzdem, ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Daher danke und Schüttelü!